Das Land leidet, ist zerrissen ob der Frage, wie viel Fremdes Platz haben soll im Vertrauten. In St. Moritz liegt der Mann begraben, der den politischen Kampf gegen das Fremde eröffnet hat. James Schwarzenbach. Er formte Ende der 60er Jahre in der Schweiz die erste fremdenfeindliche Partei im Nachkriegs-Europa. Wer mag, kann das als historisches Verdienst betrachten. Schwarzenbach war ein eigenartiger, kaum fassbarer Mensch. Und doch konnte er einige Jahre lang das halbe Volk hinter sich scharen. Er hätte in einer schwierigen Zeit hätte er ein Problem, das bestanden hat, hätte er erkannt. Und weil die Politiker nichts wollen machen, hat er gesagt, ich mache es jetzt, ich mache es selber mit dem Volk. Für mich war James Schwarzenbach so ein begnadeter Redner, aber ein grosser Egozentriker. Er war ein Herrenreiter-Typ, er war ein Siediger, also aus der Siedendynastie Schwarzenbach, einer der damals reichsten Familien in der Schweiz. Also er war ideologisch sehr Faschist. Der Schwarzenbach konnte nicht lachen über nichts, über gar nichts. Es waren die 60er Jahre. Die Schweiz war vom Krieg verschont geblieben. Und ein entfesseltes Wirtschaftswunder verlangte nach zupackenden Händen. So wurden Fremdarbeiter, vor allem Italiener, in großer Zahl ins Land gerufen. Meist an solche Arbeitsplätze, die den Schweizern nicht behagten. Beispielsweise in den Gotthard, wo 1970 mit dem Bau des längsten Straßentunnels der Welt begonnen wurde. 270 der 300 Arbeiter waren Ausländer. Die Schweiz, wie wir sie auch heute noch kennen, wurde von Ausländern gebaut. Bis zu jenen Jahren waren die einheimischen Schulkinder weitgehend unter sich. Doch nun saß ab und zu auch ein italienisches Kind zwischen den Schweizer Schülern. Und oft mussten sich diese kleinen Zuzüger sehr fremd fühlen, wie eine Lehrerin damals schilderte. Ich habe also von einer Kollegin gehört, die hat ein Schweizer Kind gesagt, es will nicht neben einer Italienerin sitzen. Und das ist natürlich von den Eltern ausgekommen. Und ich habe auch schon von meinem Vater gehört, der sagt, ja, das möge jetzt sein, doch dass sein Bub muss in der Schule neben einem Italiener sitzen. Loris Scola war ein solches italienisches Mädchen. Sie war 10 Jahre alt, als sie 1962 mit Mutter und Bruder zum Vater nach Zürich zog. Dieser hatte zuvor in der Schweiz bereits mehrere Jahre als Saisonier auf dem Bau gearbeitet. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir in die Schweiz gekommen sind. Und ich habe gedacht, das ist, dort werde ich nicht so abgelehnt. Und dann bin ich gekommen und es war eine aufgeheizte Stimmung, ein Hass gegenüber allem Fremden. Und wir Italiener waren dann die Fremden. Und sie haben uns jeden Tag zu spüren gegeben, dass sie uns nicht wollen. Doch Loris wollte nicht anders sein als die Schweizer Kinder. Sie litt darunter, als Fremde angesehen zu werden. Es hatte eine Zeit gehabt, wo ich gemerkt habe, ich muss wie die Schweizer werden. Ich darf nicht mehr Italienerin bleiben. Und dass ich mich auch geschämt habe für meine Mutter, die so italienisch ausgesehen hat. Und einmal auf der Straße bin ich extra auf die andere Seite gegangen, wie meine Mutter, weil ich dachte, dann sieht man nicht, dass ich zu ihr gehöre. Und das hat mich dann wahnsinnig traurig gemacht. Und ich habe mit der Mutter über das reden und sie hat das sehr gut verstanden. Schnell lernte Loris Deutsch. Bald war sie eine der Klassenbesten. Doch das reichte dem Lehrer nicht. In der 6. Klasse hat der Primarschullehrer zu mir gesagt, Loris, komm mal führen, wir wollen jetzt schauen, wo du hinkommst. Und,
und habe mich dann gefragt, was schafft im Vater? Und dann habe ich gesagt, er ist Maurer auf dem Bau. Und nachher hat er gesagt, was? Maurer auf dem Bau? Du gehst in die Realschule. Und dabei hat er meine Aufsätze einmal vorgelesen in der Klasse und zu mir einmal gesagt, ich sei gut gewesen. Loris Skola schaffte es trotzdem und wurde Mathematiklehrerin. Im zürcherischen Meilen, wo sie die Primarschule besucht hat, erinnert sich die italienische Seconda an ihre ersten Schweizer Jahre und an ihre verwirrliche Begegnung mit der Zürcher Mundart. Die Wörter, die mich am meisten beeindruckt haben, wo ich gekommen bin, waren die Schimpfwörter. Und die sind mir ganz tief gegangen und ich habe die einmal immer wieder gesagt, ohne zu wissen, was die heissen. Und dann hat der Realschullehrer mal gesagt, aber Loris, weißt du eigentlich, was du da sagst? Und dann habe ich gesagt, ja, nein. Dann hat er gesagt, sag es jetzt noch mal. Dann habe ich gesagt, Schafsäckel. Und dann hat er gesagt, ja, weißt du, was das heisst? Und ich habe gesagt, nein, keine Ahnung. Und dann hat er mir erklärt, was das heisst. Und am Schluss habe ich gesagt, ist das ein Hurenseich, dass ich es nicht gewusst habe? Und dann hat man wieder erklären, was Seich heisst. Grausamer waren die Erlebnisse auf dem Schulhausplatz. Ah, das haben sie neu gemacht. Das ist noch Loris und ihr Bruder waren hier in Obermeilen die ersten italienischen Kinder. Und das bekamen sie zu spüren. Einmal am Mittwochnachmittag und nach dem 4 Uhr sind wir einmal auf den Schulhausplatz gekommen und wollten spielen mit den anderen Kindern. Und die Kinder haben aber nur auf uns eingeschlagen. Uns am Boden da, drauf trampelt auf uns, sodass ich nachher einen blauen Rücken hatte. Und meine Mutter musste mir jeden Abend Öl einreiben. Und ich wollte dann nicht mehr da bleiben. Und es war eine sehr harte Zeit für mich und für die ganze Familie. Die Unterkünfte der Fremdarbeiter waren oft erbärmlich, menschenunwürdig. Auf engstem Raum wurden die Saisonniers in Baracken und Abbruchhäuser gepfercht. Auch die Familie Skola fand vorerst nur in einem Keller Unterschlupf. Mit Schlafplätzen unter dem Dach. Und auch dies nur, weil das Haus der Textilfabrik gehörte, in welcher die Mutter arbeitete. Dort haben wir gewohnt, oder? Und sind zur Oberstufe geschlafen. Also das war also nicht so schön. Ja, das war ganz dunkel. Aber jetzt sieht es natürlich super aus. Ja, super sieht es aus. Ah, das ist ihr Gästezimmer. Ja, super natürlich. Also hat es auch noch das WC unten? Ich bin froh, dass es nicht mehr so schlimm aussieht wie der. Ja. Genau. Als Loris Skola 23 Jahre alt war, ließ sie sich in Meilen einbürgern. Also ich bin da zu Meilen zum Gemeinderat und da waren sie erstaunt, dass ich so gut Zürichdeutsch kann. Und dann haben sie gesagt, sie wollen jetzt keine Fragen stellen zur Schweizer Geschichte, aber ich muss jetzt sagen, wer der Herr dort sei, der gerade einen Blumenstock vor sich hätte. Und dann habe ich das gewusst. Das war Christoph Blocher, der am Tag vorher in den Kantonsrat gewählt worden ist. Und das sind sie ganz erstaunt und haben Freude gehabt. Also die Kenntnis von Christoph Blocher hat sozusagen die Bürger erleichtert. Genau. Die Schweiz im Jahre 1970. Wirtschaftlich ein gesegnetes Land. 0% betrug die Arbeitslosenquote. Doch die starke Zuwanderung verursachte ein Unbehagen in Teilen der heimischen Bevölkerung. Knapp 1 Million Ausländer lebten und arbeiteten damals in der Schweiz. Die Hälfte davon Italiener. Also das Land hatte ja eigentlich kein Problem 1970. Die beiden dominierenden innenpolitischen Themen waren die Ausländerfrage und damit verbunden, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Konjunkturdämpfung. Das heisst, die Geschäfte sind so gut gegangen, dass die Inflation überschossen hat. Und dann musste die Politik eingreifen. Doch der Boom schuf auch Verlierer. Schweizer sahen sich als Mieter und am Arbeitsplatz von Ausländern konkurrenziert. Das ist ja schon, wenn man. Oder? Wenn du den ganzen Tag musst, umso musst arbeiten musst, oder? Kein Schweizer ist, oder? Zum Reden, ist halt einfach, ist einfach nicht mehr das Gleiche wie früher, oder? Wenn das überhand nimmt, dann weiss ich, wie es rauskommt.
Ein Einbrauch, kein Ausländer in der Schweiz. Der Ausländer braucht, das sind die selben Brüder, die reich geworden sind jetzt. Die selber brauchen. Da tauchte dieser Mann auf, James Schwarzenbach, aus reicher Zürcher Industriellenfamilie, ein eher erfolgloser Verleger. Der nationalkonservative Intellektuelle erkannte seine Chance, politische Bedeutung zu erlangen. Als dominierende Figur der ausländerfeindlichen nationalen Aktion brachte er die erste Initiative gegen die Überfremdung, die nach ihm benannte Schwarzenbach-Initiative, an die Urne. Gewerkschafter Helmut Hubacher, langjähriger Präsident der Schweizer Sozialdemokraten, war damals Schwarzenbachs Gegenspieler. Ich weiß von seiner Sekretärin vom Thomas Verlag, nach der Abstimmung, als sie zu mir auf die Redaktion kam, ich war dann in Zürich, sagt, mein Chef hat gesagt, die Ausländerinitiative, das ist die Chance meines Lebens, berühmt zu werden. Und er war ein Italien-Fan. Sie sagt, das ganze Büro war mit italienischen Bildern, Skulpturen bestückt. Da ist alles weggeräumt worden. Plötzlich war Italien nicht mehr das Vorbild. Es ist die Chance meines Lebens, berühmt zu werden. Und die Chance hat er genutzt und er ist berühmt worden. Er war tadellos angelegt, immer in dunkel gedeckten Anzügen mit einem Einstecktüchchen, wie sich das für bessere Herren gehört. Und er hatte einen arten sarkastischen Humor, den man aber angemerkt hat, eigentlich verachtet er seine Gefolgschaft. Er braucht sie, aber er verachtet sie. Zum ersten Mal waren in der Schweiz die Ausländer politisch zum Problem erhoben worden. Schwarzenbach trat meist als Einzelkämpfer auf, wenn er an den zahlreichen Veranstaltungen im Lande seine Forderungen mit sanfter Stimme und demagogischer Kraft vertrat. In diesen Debatten war ihm kaum jemand gewachsen. Wir haben Arbeitskräfte erwartet. Wir haben nicht daran gedacht, dass Menschen hineinkommen. Warum kümmern sich die Herren so ganz ausschließlich um den Ausländerbestand? Warum kümmern sie sich nicht mit der gleichen Intensität um den schweizerischen Arbeitnehmer? Herr Nationalrat Schwarzenbach fragen, ob er je einmal mit einem Salvatore und mit einem Antonio zusammengearbeitet hat. Seine ganze Kenntnis von uns Arbeitern bezieht er nämlich aus seiner Tätigkeit als Verwaltungsrat. Er hat in seinem Leben nie eine Strecke gemacht. Nicht einmal! Verstanden? Ich habe diesen Ausführungen mit Interesse zugelassen. Und der Herr, der vor mir sitzt und mich schon so lange so böse anschaut, dem möchte ich sagen, es gibt ein Rationenbuch. Und Sie können ja mal nachschauen, ob Sie den James Schwarzenbach in einem Verwaltungsrat finden. In einem! Sie können das nachschauen und Sie können mir nachher schreiben und Sie können allen mitteilen, Sie haben mich in einem Verwaltungsrat gefunden. Ich bin in der glücklichen Lage, geheim zu sein, darum bin ich nämlich noch ein freier Mensch und kann die Initiative vertreten. Nein, James Schwarzenbach musste nie für Geld arbeiten. Nicht mal in einem Verwaltungsrat. Seine Schwester Rosemarie erinnerte sich im Jahre 2005 an ihren berühmten Bruder. Er war nicht darauf angewiesen, Geld zu verdienen. Er konnte sich alles leisten in dem Sinn. Er hat das abgelehnt als, ja, was soll ich sagen, als Gesellschaftsziel, dass man mit der Industrie Geld verdienen. Überall waren sie nun, diese Ausländer. So schien es vielen Schweizern. Und sie sahen ihre eigene Lebensweise, ihre Identität bedroht. Schwarzenbachs Initiative forderte, dass der Anteil der Ausländer nicht mehr als 10% der Bevölkerung betragen dürfe. Bei einer Annahme der Initiative hätten über 300.000 Ausländer, vor allem Italiener, die Schweiz verlassen müssen. Für die Schweizer Industrie, die 35% Ausländer beschäftigte,
stellte diese Initiative eine existenzielle Bedrohung dar. In gewissen Industriezweigen, Gießereien etwa, fanden sich kaum mehr Schweizer Arbeiter. Die ausländischen Arbeiter, die wir bei uns haben, kommen aus sehr verschiedenen Ländern. Würden Sie sie differenzieren nach Qualität und Eignung zur Assimilation oder würden Sie alles über den gleichen Leisten schlagen? Nein, wir haben ja unsere Initiative zwar bewusst, wir reden nicht von einzelnen Ländern, sondern wir sagen der Ausländerbestand. Also das trifft ja, sollte ja alle treffen. Aber wenn es nun gerade unsere südländischen Nachbarn vor allem betonen, das treffe ihre Italiener hart. So stimmt das, weil der grösste Teil Italiener sind. Und nun möchte ich sagen, das Problem ist sicher besonders gross geworden, weil wir nicht wie anfangs der 60er Jahre Norditaliener bei uns hatten in der grossen Zahl, sondern weil wir heute Süditaliener in der grossen Zahl haben. Wenn die Initiative vom Schweizer Volk angenommen wird, dann steht dahinter bestimmt auch ein grosses Versagen von der Schule, von dieser Schule, die nämlich dauernd vom Bewahren der schönen Schweiz geredet hat und dauernd ihre Schüler vor Veränderungen gewarnt hat. Schwarzenbach auf dem Schlachtfeld von Sempach. Schweizer erwache, hieß der Slogan der nationalen Aktion. Und weckte auch jene, die sich darob an den Kampfruf der deutschen Nationalsozialisten erinnert sahen. Schwarzenbach, der konvertierte ultrakonservative Katholik, hegte Sympathien für Diktatoren und Faschismus, wie er in späteren Jahren offen eingestand. Die Diktatur ist gar nicht schlecht. Ich finde, die heutige Behauptung, Diktatur ist schlecht und Demokratie ist fein, das lässt sich, muss man schön abwägen. In der Schweiz wäre eine Diktatur miserabel. Weil wir sind das geeignete Land für Demokratie. Wir haben noch überschaubare, kontrollierbare Verhältnisse. Würden Sie sich als Faschist bezeichnen? Nein. Ich habe gesagt, ein Schweizer kann kein Faschist sein. Die Schweiz ist Demokratie. Aber wenn Sie in Spanien würden leben, dann wären Sie? Dann wäre ich wahrscheinlich einer. Schwarzenbachs Kampf, einer gegen alle anderen Parteien, gegen Kirche und Wirtschaft. Doch allein war Schwarzenbach nicht, denn er hatte versteckte Ängste entdeckt, schlummernde Instinkte geweckt. Der Abstimmungskampf verlief äußerst emotional, ja, aggressiv. Das war eine aufgeheizte Stimmung. Im Tram hat ein Schweizer gesagt, ah, die Sautschinken sollen alle wieder auf Italien gehen, verreisen. Und mir sind Tränen runtergekullert. Und ich dachte, in was für einem Land lebe ich. Und am Hauptbahnhof sind Italiener gegen Deutschschweizer, die haben diskutiert. Und ich habe wie Angst bekommen. Sie schlängen sich ab. Und es war, glaube ich, knapp davor. Ich habe ein paar Italiener, ältere, die Rente haben. Im Monat 500 Franken. Von den ganzen Tag im Migramet, der Seilbord. Ist nicht fair. Ist nicht fair. Können Sie alle zeigen, nein, die gesund sind, nein, die leiden, sind zu Hause zum Arbeiten. Nein. Dann machen Sie doch Ihre Grenzen zu, lassen Sie auch die Touristen nicht natürlich mehr rein. Natürlich machen wir Grenzen. Das Krieg, sind wir alle in. Wie lange halten wir es aus ohne Ausländer? Wir haben aber ausgehalten. Wir haben aber ausgehalten. Voll in Schweizer. Und all das her, von wo? Von den Bergen oben noch. Tut eine Familie qui. Ja, ich bin ein Schweizer Pass. Was steht da? Natürlich. Du bist ein Ausländer. Nein, das ist ein Schweizerin. Es ist nur gegen eine Nation. Man hat nur von Italienern geredet. Das ist etwas, was man sich heute überhaupt nicht mehr kann vorstellen kann, wie die Italiener damals vor 40 Jahren in unserem Land gelebt haben und haben müssen leben. Und die hat es verdammt schwer in diesem Land. Der 7. Juni 1970, der Tag der Abstimmung, der Abrechnung. Der Streit über die angebliche Überfremdung hatte einen Ansturm auf die Wahllokale veranlasst. Die Stimmbeteiligung war mit 74% rekordhoch. Zur Abstimmung zugelassen waren allerdings nur Männer. Das Frauenstimmrecht kam erst ein Jahr später. Thank you.
7 Kantone nahmen die Initiative an, die übrigen verwarfen. 46% hatten der Initiative zugestimmt. Ein unerwartet hoher Ja-Anteil. 54% hatten Schwarzenbachs Begehren abgelehnt. Ja, es war eine absolute Überraschung für mich. Wir haben nie gedacht, dass der 46% Ja-Stimmen macht. Das kleine Häufchen. Und das hat dann eigentlich uns aufgezeigt, die Thematik, wie brisant dass die Ausländerfrage plötzlich geworden ist. Die ist ja nicht die ist eigentlich wie aus dem heiteren Himmel gekommen, der Schwarzenbach mit seiner politischen Aktion, mit der Ausländerinitiative. Und ich habe das voran, ist das für mich kein grosses Thema gewesen. Die Schlacht war geschlagen und knapp entschieden. Doch das Land war fortan und ist es bis heute geteilt in der Frage, wie mit der Immigration zu verfahren sei. Im Berner Bundesparlament hatte es genau eine Stimme für die Überfremdungsinitiative gegeben, jene von Nationalrat Schwarzenbach. Alle übrigen Parlamentarier hatten Nein gesagt oder sich der Stimme enthalten. Schwarzenbach, der Einzelkämpfer, hatte die Gleichgesinnten hier gefunden. An den Werkplätzen, wo Schweizer sich von Ausländern bedrängt sahen. Gewerkschafter Helmut Hubacher durfte nach der Abstimmung einen Blick in Schwarzenbachs Spenderliste werfen. Und dort habe ich zu meinem Schrecken gesehen, Tausende von Spenden von 5 und 10 und 20 Franken, also klein, von kleinen Leuten. Eine mit 10'000 Franken, ein Lokführer von der SBB aus St. Gallen, SB-Mitglied und Kantonsrat. Ich bin natürlich zu dem St. Gallen, wollte wissen, wieso. Die Antwort war relativ einfach. Der Schwarzenbach hat recht, es hat zu viele Ausländer in diesem Land. Das Trauma der Linken von 1970. Damals verlor sie dauerhaft einen Teil ihrer Leute an die Rechte. Also es war völlig klar, wir lehnen die Initiativen ab. Aber gleichzeitig haben wir natürlich schon, und seither ist das so geblieben, schon gewusst, wir zahlen für die Haltung politisch ganz einen hohen Preis. Ein Teil von dieser Arbeitnehmerschaft versteht uns nicht mehr. Das haben wir in Kauf nehmen, weil wir nicht eine Politik unterstützen können, die Schwarzenbach oder Röhn oder jetzt Blocher heisst. Aber wir wissen, wir zahlen für die anständige Haltung einen höheren Preis. Von La Spezia nach Bern. 9 Stunden dauerte die Reise in eine bessere Zukunft. 1963 kam Sergio Giovanelli in die Schweiz. 28-jährig, körperlich leicht behindert und mit geringer Schulbildung. Das neue Leben begann ganz unten, mit Hilfsarbeiten in Küche und Garten. Sergio Giovanelli war einer gewalttätigen Familie entronnen und einer kriegsversehrten Heimat. Heute lebt er zusammen mit seiner Frau Judith in Biel. Ich kam wirklich unfreiwillig in die Schweiz. Ich war gezwungen, von Italien wegzukommen. Entweder wäre ich kein Mörder gewesen oder selbst Mord begangen. Beruflich konnte sich Sergio Giovanelli allmählich verbessern. Einen Teil des Lohnes schickte er der Mama nach Hause. Den anderen steckte er in seine Bildung. Die Zeit der Schwarzenbach-Abstimmung bleibt ihm unvergesslich. Wir waren konfrontiert mit diesen Hassblicken, diesen Sprüchen und dieser Ablehnung, dieser Verachtung. Wir waren konfrontiert. Aber wie gingen Sie damit um? Wie wirkte das auf Sie? In Schweigen. Mit 43 Jahren verliebte sich Sergio Giovanelli in Judith Blocher, eine selbstbewusste Frau, Sozialarbeiterin von Beruf, Schwester von Christoph Blocher. Natürlich, auch sie war konfrontiert mit den Vorurteilen gegenüber Italienern. Was alles zirkulierte, was die Italiener alles für Vergewaltigungen machen mit Schweizern und so. Weil das ist natürlich, mein Mann ist noch heute so, er kommt in die Post und er ruft, ciao Bella.
Oder? Und dann strahlen alle Frauen an in den Schaltern. Das ist also wunderschön. Aber das war total gefährlich für die Schweizer. Die haben gedacht, ja, das ist der Wahnsinn, was die alles machen. Hey, komm. Hey, komm. Die Italiener als Konkurrenten der Schweizer Männer. Auch nach Arbeitsschluss. Da verwandelte sich manch südländischer Fabrikarbeiter in einen eleganten Tänzer. Die Wohnadresse mochte eine Baracke sein. Doch im Ausgang zeigte sich der Gastarbeiter der hiesigen Dame als adretter Mann von Welt. Fremd, laut und sexuell omnipräsent. So lauteten einige Vorurteile. Wie sind Sie denn mit diesen italienischen Eigenschaften zu Rande gekommen? Ja, also ich habe nicht italienische Eigenschaften geheiratet, sondern ich habe meine Liebe geheiratet. Das war total im Hintergrund. Das war keine. So eine Frage habe ich nicht gehabt. Also sonst wäre es nicht gegangen. Das geht nur in einer Ausschließlichkeit. Jeweils Ende Jahr kam es an den Schweizer Bahnhöfen zu einem großen Exodus. Zehntausende von Italienern reisten zurück in ihre Heimat. Saisonniers, die nicht länger als 9 Monate in der Schweiz arbeiten durften. Ihnen war es verboten, die Familie mitzunehmen. Ziel dieser Politik war, die Wirtschaft mit den notwendigen Arbeitskräften zu versorgen, ohne dass sich die Fremdarbeiter in der Schweiz integrieren konnten. Ich fahre nach Italien zu meiner Frau und zu meinen 3 Töchtern. Meine Frau und die Kinder habe ich nun seit 10 Monaten nicht mehr gesehen. Mein kleiner Sohn ist 4,5 Jahre alt und heißt Augusto. 9 Monate lang habe ich meine Familie nicht mehr gesehen. Auch der Vater von Loris Scola arbeitete als Saisonier in der Schweiz. 10 Jahre lang, ohne seine Familie. Dadurch, dass wir getrennt vom Vater aufgewachsen sind in Italien, weil er ein Saisonier war in der Schweiz und wir nicht hier aufwachsen konnten, hat es natürlich eine Entfernung zwischen ihm und uns. Und er hat sich an uns gewöhnen und hat sich aber nie richtig an uns gewöhnen und ist auch keine Hilfe und keine Stütze gsi, wo wir daher gekommen sind. Also das ist natürlich, wenn man Familie nicht dabei haben kann, wird man auch eigenartig wahrscheinlich, oder? Die Ausländer waren in der Schweizer Politik nun zum Streitfall geworden. Die Ängste vor den Fremden entfacht. Auf die erste Überfremdungsinitiative von James Schwarzenbach folgten in den nächsten Jahren weitere. Alle wurden abgelehnt. Nun auch mit den Stimmen der Schweizer Frauen. Eklat bei der nationalen Aktion im Oktober 1970. Die Parteileitung musste bekannt geben, dass Präsident Schwarzenbach die Partei verlassen werde. Begründet wurde der Streit damit, dass man uneins war über den Zeitplan für eine neue Überfremdungsinitiative. Doch offenbar war dem egozentrischen Schwarzenbach Mitstreiter Valentin Oehen zu mächtig geworden. Und die nur am Rande. Das war der Auslöser, wo er mich als Bedrohung empfunden hat. Und hat mich weggehen. Das ist mir ganz klar geworden, aber erst hinterher. Umgehend gründete Schwarzenbach eine neue rechte Partei. Die von ihm absolut dominierte republikanische Bewegung. Ideologischer Taktgeber war seine Zeitung Der Republikaner. Noch im Jahr der Gründung 1971 trat er wieder zu den Nationalratswahlen an. Und wurde erneut gewählt. Heute steht nicht nur die Existenz des Einzelnen, sondern sogar die eigenstaatliche Zukunft der Schweiz auf dem Spiel. Nie zuvor war ein Schweizer Politiker medial so präsent wie James Schwarzenbach. Er war der erste Medienstar der Schweizer Politik. Schwarzenbach warnte sein Publikum vor den Fremden, vor der UNO, die er als korrupten Negerclub bezeichnete, vor dem Brüsseler Europa, das er als suspekten Laden empfand. 1. August auf der Zürcher Forch. James Schwarzenbach war auf der Höhe seiner Macht so berühmt wie in jenen Jahren nur noch Skirennfahrer Bernhard Russi. Der Anlass war reich ausgestattet mit vaterländischen Requisiten. Die Vergangenheit als Wegweiser in die Zukunft. Als neues Feindbild gesellte sich zu den Ausländern nun der Staat mit seinen Repräsentanten. Wir
Aber es gibt heute eine Aristokratie-Ersatz, die viel gefährlicher ist. Es sind die Technokraten, die unser Land verplanen und die Expansion arbeiten. Stützt auf die Bibel von den Zukunftsforschern von der Handelshochschule St. Gallen. Angefeuert zeigten sich ob dieser Worte nicht nur Schwarzenbachs Getreue, sondern auch einige Störenfriede am Rande des Festes. Doch mit diesen wurden die verärgerten Patrioten schnell fertig. ...1974 lancierte Schwarzenbach eine nächste Überfremdungsinitiative. Sekundiert wurde er in jenen Jahren von seinem Sekretär, dem jungen Ulrich Schlür, der heute bei der SVP in vorderster Reihe gegen das Fremde in all seinen Erscheinungsformen kämpft. Schlür bewunderte Schwarzenbach für dessen Ideen. Doch als Sekretär dieses Mannes stand er auf verlorenem Posten. Alles, was Organisation anspricht, ist mit ihm sehr schwierig gewesen. Also er ist der konsequenteste Einzelgänger gewesen, wo mir je begegnet ist in meinem Leben. Vielmal hat man müssen feststellen, wenn man etwas organisatorisch aufgebaut hat, er hat hinter sich vorzu wieder abgebrochen, was man vor ihm aufgebaut hat. Im Jahre 1978 trat James Schwarzenbach mit 67 Jahren aus dem politischen Rampenlicht zurück. So schnell der Erfolg gekommen war, so rasch verglühte die neue Rechtsaußenpartei. Das große Geltungsbedürfnis Schwarzenbachs hat dessen eigene Partei schließlich zerstört, wie sein früherer Mitstreiter Valentin Oehen heute feststellt. Er hat einfach seine persönliche Geltung wieder hochbringen. Und das hat er mit der republikanischen Bewegung versucht zu machen, die er übrigens erfolgreich ruiniert hat in kürzester Zeit. Wie hat er das gemacht? Ja, indem er eben die Leute einfach hat versucht zu manipulieren. Er hat in diesen lokalen, in diesen kantonalen Vorständen keine Selbstständigkeit zugestanden. Wenn die an einem Ort in einem bestimmten Fach oder einem bestimmten Gebiet andere Meinung hatten, wie der Herr, hat er sie halt abgekauft. Was Schwarzenbach nicht geschafft hatte, erledigte nun die Wirtschaft. Ausländer raus. Mitte der 70er Jahre kam es zu einer Rezession. 250.000 ausländische Arbeiter erhielten die Kündigung und mussten die Schweiz verlassen. Die Arbeitslosigkeit wurde exportiert. Die Schweizer Arbeiter kamen einigermaßen glimpflich davon. Die Bewirtschaftung der Ausländerfrage war nun vorerst kein politisches Erfolgsrezept mehr. Das änderte sich in den 80er Jahren. In Bern waren tamilische Flüchtlinge in die einstigen Baracken der Saisonniers eingezogen. Die Asylanten, dunkelhäutig und sehr fremd, boten sich als neues Ausländerproblem an. Nach den Informationen, die wir haben, sind das nicht echte Flüchtlinge. Das sind Flüchtlinge, die sich heute auf Staatskosten in die Schweiz einfach kommen, Ferien machen. Auch Pensionist Schwarzenbach ließ sich dazu an seinem Alterssitz im Engadin vernehmen. Wir können den Neger aus Zaire, wenn er noch so sympathisch ist, nicht assimilieren. Wir können einen Tamil nicht assimilieren. Wir können einen Vietnames nicht assimilieren. Ich bin dafür, dass die in absehbarer Zeit wieder heim müssen. Für die Tamilen ist das überhaupt kein Problem. Der tamilische Vertreter, der Sri Lanka-Vertreter in der Schweiz, hat gesagt, das sind alles Wirtschaftsflüchtlinge, das sind keine echten Flüchtlinge. Die können heim und es passiert ihnen nichts. In den 90er Jahren verstärkte sich die Immigration. Neue Flüchtlinge aus dem Balkan erreichten die Schweiz. Und neue politische Akteure nahmen sich der Asyl- und Ausländerfrage an. Wann ist das Thema Überfremdung denn auch für Sie zum Thema geworden? Also ich habe nie von Überfremdung geredet, weil es ist so ein Begriff, den ich nie eigentlich prägt hat, die Überfremdung. Sondern
Es ist, also Masseneinwanderung ist ja nicht viel anders. Masseneinwanderung, ja, das ist aber schon ein bisschen etwas anderes. Das Hauptproblem ist nachher für uns eher geworden in den 90er Jahren das Asylproblematik. Der Zürcher SVP-Nationalrat Christoph Blocher, ein erfolgreicher, vermögender Unternehmer, wurde nun zum Anführer einer breiten Front gegen das Fremde. Von viel Folklore umrahmt, bejubelt von seinen Anhängern, zog er im Jahre 1995 durch die Zürcher Innenstadt, um gegen eine Annäherung der Schweiz an Europa zu kämpfen. Die Situation, die hier gemacht wird in der Europäischen Union. Ich bin natürlich überwältigt, von denen, dass so viele Leute kommen, von der Kraft, die da steckt. Blocher und seine SVP fochten fortan einen unerbittlichen Kampf in Schwarz-Weiß. Hier die guten rechten Schweizer, an der Gegendemonstration die Heimatmüden, die Linken und naiven Netten. Die neue Aggressivität in der Schweizer Politik trieb links und rechts außen auch einige Schwachköpfe auf die Straße. Ja. 44 Jahre nachdem die erste Überfremdungsinitiative von James Schwarzenbach knapp gescheitert war, warb die SVP für ihre Initiative gegen die Masseneinwanderung. Weniger radikal die Forderung, doch ähnlich im Ziel. Am 9. Februar 2014 konnten die SVP-Anhänger einen Abstimmungssieg feiern. Einen knappen zwar, doch womöglich historischen Sieg. Denn die verlangte Begrenzung der Zuwanderung stellt die bisherige Zusammenarbeit mit Europa fundamental in Frage. Es war der Triumph von Christoph Blocher, dem unangefochtenen Wortführer der rechten Volkspartei. Der Blocher hat ja erkannt und seine engere Entourage. Asyl- und Ausländerfrage ist politisch erinnert. Sie hat gemerkt, Schwarzenbach hat schon 46%. Da gibt es einen wesentlichen Teil von unseren Wählerinnen und Wählern, die in dieser Frage ansprechbar sind. Wie fühlt sich Christoph Blocher Schwarzenbach verbunden? Ich habe Freude an Leuten, die selbstständig, aus Überzeugung und nicht aus Karrieregründen für eine Sache etwas machen. Und er hat wirklich die Schweiz im Kopf gehabt. Es ging um die Schweiz gegangen. Und insofern habe ich eine gewisse Verwandtschaft, dass ich mich auch für die Schweiz einsetze. Blocher, Schwarzenbach. Gemeinsamkeiten sind unübersehbar. Zwei Einzelkämpfer gegen das Fremde, für den Alleingang der Schweiz. Medienstars ihrer Zeit. Vieles verbindet sie. Einiges trennt die beiden. Sie bewirtschaftet das gleiche Thema. Blocher profitiert davon, dass das Problem nicht gelöst worden ist seither und dass er es als Erster angesprochen und damit besetzt hat. Beide sind gute Redner, also Redner, die beim Volk ankommen. Der Schwarzenbach war ein sehr guter, demagogisch guter Redner. Und der Blocher ist es auch. Der Schwarzenbach, der hätte nie eine politische Bewegung anbringen können, wo er vorne steht. Er ist mehr eine einzelne Figur gewesen und nicht führen können. Also eine Partei so prägen, wie ich das nachher gemacht habe, bei der SVP, das hätte er nicht können. Zwei historische Figuren vermutlich. Unzimperliche Missionare im Besitz ihrer Wahrheit. Unbeirrbar im Urteil zwischen richtig und falsch. Der grosse Unterschied ist, der Schwarzenbach hat seine Gefolgschaft verachtet und meiner Meinung nach der Christoph Blocher hat sie gern. Der grosse Unterschied zu Schwarzenbach ist schon, dass Schwarzenbach nicht mit dem Gedanken kokettiert hat, das Land zu übernehmen und das Land auf den richtigen Weg zu führen. Also das Verhältnis zur Macht unterscheidet sich. Italienische Saisonniers auf Schweizer Straßen im Streit für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen. Solche Bilder weckten damals bei den Einheimischen die Furcht vor Kommunismus und Klassenkampf. Auch Sergio Giovanelli, der Gewerkschafter, marschierte mit. Bei der politischen Arbeit hatte er seine spätere Frau Judith Blocher kennengelernt.
Der linke Fremdarbeiter und sein Schwager Christoph, Anführer der rechten Schweiz. Gibt es da überhaupt eine Verständigung? Der Politiker haben wir nicht immer die gleiche Meinung. Oder? Aber menschlich ist er mir ein Vorbild, dem Block. Ist ein Vorbild, weil für Sie als linker Aktivist und Gewerkschafter? Er hatte seine vier Kinder wie Perle erzogen. Sind sie nicht in den Drogen gefallen? Sind sie nicht in der Arbeitslosigkeit gefallen? Sind sie nicht? Sind alle. Und heute leiten alle vier Leute einen eigenen Betrieb. Das hat er mir nicht abgelehnt. Der hat dann, der schafft. Zu mir gesagt, der ist nicht eine Sozialschmarotzer, der schafft. Die Blochers, eine Familie. Zwei Sichten auf die Welt. Früher hat er jeweils gesagt, die ist eigentlich schon in Ordnung, weil ich bin ja sehr viel älter als er und er hat eigentlich hohe Stücke auf mich gehabt. Aber sie ist halt verdorben worden von der Sozialarbeit, hat er dann gesagt, oder? Und heute gehöre ich für ihn auch zu diesen Softie-Leuten, die einfach... Zu den Netten? Ja. Und, ist aber kein Kompliment. Nein, das ist überhaupt kein Kompliment. Das ist sogar eine ganz scharfe und ganz ungerechte Beleidigung. Eine Pferdedressur zur Einstimmung auf die Generalversammlung der Schweizer Bodenleger in Avranches. Ein Kontrastprogramm, könnte man sagen. Denn was anschließend dieser Gast zu berichten hat, hat nichts mit Dressur zu tun, eher mit dem Gegenteil davon. Mit der Entfesselung aller Marktkräfte. Wirtschaftsprofessor Donato Scognamiglio, Immobilienspezialist, berichtet von einer Schweiz, die an ihrem Erfolg zu ersticken droht. Wir haben eine begehrte Schweiz, der Platz ist knapp. Wie viele Wohneinheiten werden pro Jahr in der Schweiz gebaut? 45'000. Also praktisch sämtliche Wohneinheiten, die wir in der Schweiz gebaut haben, sind alleine durch die Nettozuwanderung absorbiert worden. Und heißt die Lösung Ballenberg oder eher Europapark? Oder gibt es vielleicht auch etwas dazwischen? Der Mann, der hier das Dilemma der Schweiz anhand der schwindelerregenden Zahlen des Immobilienmarktes schildert, ist ein Sekondo. Sein Vater war Franziskanermönch in Siena, als sich eine schöne Schweizer Touristin namens Müller in den jungen Mann verliebte. Die Liebe ließ sich nicht aufhalten. In Bern begann der Immigrant als Tellerwäscher, war Fabrikarbeiter, ein kämpferischer Gewerkschafter auch. Die Familie wuchs. Nach einer Woche stelle ich fest, Badezimmermann. Donato kam als letztes von 6 Kindern. Jeden Tag. Merci vielmals. Mittlerweile ist der Secondo Professor geworden und hat vielleicht eine Idee, wie die bedrängte Schweizer Seele wieder etwas Frieden finden könnte. Uns ist es so gut gegangen in der Schweiz, dass alle hierher kommen wollen. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das Unbehagen in den Leuten aufnehmen. Und eine Variante wäre beispielsweise, man baut mehr. Ich weiss, dass das nicht vielen passt. Man passt die Bauzonenordnungen anpassen. Wenn wir einen Stock mehr höher bauen würden in der Schweiz, hätten wir etwa 1 Million mehr Leute Platz. Und dann hätten wir noch nicht unbedingt dichten Stress. Oder wir versuchen, eben, die Schweiz weniger attraktiv zu machen, beispielsweise über die Steuern. Ich sage, über die Jahre haben wir Wirtschaftsförderung betrieben. Wir waren stolz, wenn wir wieder Firmen angesiedelt haben. Und wenn ihr ein bisschen mit den Steuern für die Firmen in gewissen Regionen aufgeht, dann habt ihr dann nicht 400 Firmen, die in die Innerschweiz kommen. Die Ausländer zu Sündenböcken zu machen, das Land abzuschotten, solches gehört nicht zu den Rezepten von Donato Scognamiglio. Nein, die Schweiz ist ein Land, das vom Ausland lebt. Jeder zweite Franken kommt aus dem Ausland, der sehr gute Erfahrungen gemacht hat mit Ausländern, mit Zugewanderten in der Uhrenindustrie, in der Forschung. Alles Leute, die wir heute stolz sind. Und ich glaube, wir sollten das fördern. Wie holen wir das Beste raus aus den Leuten für den Standort, dass wir weiter attraktiv bleiben? Scognamiglio ist heute Mitbesitzer einer Beratungsfirma im Immobilienbereich, führt 60 Mitarbeiter. Seine Herkunft allerdings hat er nie vergessen. Sie macht ihn hellhörig gegenüber Rassismus. Findet er denn die Schweiz besonders fremdenfeindlich?
Nein, ich glaube, in Italien gibt es natürlich extreme Rassisten, noch fast mehr als bei uns. Es ist einfach der Norditaliener auf den Süditaliener oder der Süditaliener auf den Marokkaner. Also, das finde ich überall. Es gibt so einen braunen Bodensumpf, wo Länder unabhängig ist. Was ich einfach schlecht finde, ist, wenn man den davon bewirtschaften, wenn man mit diesen Sachen spielt und mit dem Stimmung macht. Das darf man nicht und das fände ich unverantwortlich. Fremdenfeinde? Valentin Oehen einst Mitstreiter von Schwarzenbach, dann dessen Konkurrent am rechten Rand. Er selbst sieht sich nicht als Feind der Ausländer, sondern als grünen Kämpfer gegen die Überbevölkerung. Er ist einer der frühen Väter der radikal-ökologischen Ecopop-Initiative, die eine extreme Beschränkung der Zuwanderung verlangt. Wie viel Xenophobie steckt in all diesen Überfremdungsinitiativen? 10%. Es gibt natürlich immer fremdenfindliche Leute, immer derjenige, die Abneigungen haben oder die schlechte Erfahrungen gemacht haben irgendwo jemandem und dementsprechend reagieren. Aber ich schätze, das sind nicht mehr als 10%. Aber mit denen haben Sie gerechnet? Ja, mit diesen 10%. Jede politische Bewegung rechnet mit denen, die man eigentlich lieber nicht dabei hat. Nicht? Wäre es nicht auch sinnvoll, wenn Sie sich so ausdrücken, dass man sich von denen distanziert hat? Was bringt das? Der radikalisiert man sich nur noch mehr. Aber eben, Sie haben sich nicht gewehrt dagegen, dass Sie da Fremde finden, mitmarschieren. Ja, bei wem hätte ich sonst sollen mitmarschieren? Das sind die anderen, die grossen Parteien, die klassischen Parteien, die haben das Problem ganz einfach wegdiskutiert. Ihr habt ja gar keine Chance gehabt, mit anderen Gruppierungen wollen, etwas zu erreichen. Das ist ja nicht gegangen. Meine Frau hat manchmal gesagt, warum tust du dich mit denen anschlagen? Ich habe gesagt, man muss mit den Karten jassen, die man hat. Der Mensch wehrt sich für seine Sache. Aber das ist nicht grundsätzlich fremdenfindlich. Und ich sehe ihn auch nicht in unserem Land, dass die Leute fremdenfindlich sind. Sergio Giovanelli ist längst Schweizer geworden. Dass vor 40 Jahren hierzulande Italiener verachtet worden sind, weiß heute kaum mehr jemand. So schnell wechseln die Sündenböcke. Um Italiener jedenfalls wurde nicht gestritten, als im Februar 2014 die SVP-Initiative gegen die Masseneinwanderung an die Urne kam. Natürlich habe ich Nein gestimmt. Aber ich habe auch ein gewisses Verständnis für viele Leute, die ja einlegten. Für mich ein großer Unterschied zu den 70er Jahren ist, dass im Moment zahllose Schweizer Angst haben um ihre Existenz. Also wir haben einen derart gelockerten Kündigungsschutz. Das ist aschgrau, oder? Und wohin ging die Stimme von Sergio Giovanelli, dem einstigen Fremdarbeiter? Ich habe vor die SVP-Initiative zugestimmt. Sie haben zugestimmt, der SVP? Genau. Aber nach eigenem Ermessen, nicht nach der Parteiparole. Warum haben Sie zugestimmt? Nicht, weil, ich habe wie vorher gesagt, die Geschichte mit Europa. Oder? Ihr redet nicht. Dass du das jetzt sagen musst. Also da wissen Sie, wir haben nicht nur Frieden, wir haben auch andere gesagt. Das war furchtbar für mich. Aber du hast halt Angst. Ja, egal. Zu bellen. Ja, also das fand ich wirklich jetzt nicht schön, Sergio. Wenn ich denke, dass in unserem Wohnblock die Hälfte sind alle Muslime. Und das macht Ihnen ein wenig Angst? Ich habe nicht Angst, aber ich denke nicht an mich heute. Ich denke an die Generation von morgen übermorgen. Vor 40 Jahren war er selbst noch ein Fremder. Damals hatte er Angst vor dem Mann, der hier begraben liegt. Zusammen mit seiner Frau hat Sergio Giovanelli das Grab von Schwarzenbach in St. Moritz besucht. Ich wollte im Grunde wie eine Art Spätrache über diese Figur, die uns ein Gespenst gewesen ist. Dort hatte ich Erbarmen.